Okay. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Clinical Journal Club für diese Woche. Wir sehen hier Vorderarm von einem Patienten. Es handelt um einen 31-jährigen Mann mit einer Vorgeschichte von Kurzatmigkeit, also da irgendwie Lungen sind irgendwie befallen, und Hautveränderungen. Und der erscheint in einer Notaufnahme. Und wir haben hier 5 Sachen zur Auswahl. Und ich habe keine Ahnung, was dies ist. Aber wir können uns überlegen, was es wahrscheinlich nicht ist. Bestrahlung sollte zur Haarverlust passieren. Und der hat noch Haare auf dem Unterarm. So, das halte ich für unwahrscheinlich. Porphyria cutanea tarda ist eine Blasenerkrankung. Geht eher mit Leberveränderungen einher. Und wir sehen hier keine Bläschen. Systemische Lupus erythematodes könnte vielleicht eine Lungenerkrankung mit Kurzatmigkeit induzieren, aber das geht eigentlich einher mit einem typischen Ausschlag im Gesicht, so ein Schmetterlingsausschlag. Vitiligo sind depigmentierte Flecken. Das sehen wir hier eigentlich auch nicht. So bleiben wir hängen mit Sklerodermie. Das würde wenigstens mit der Lungenerkrankung einhergehen. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Systemische Sklerose habe ich schon gesehen. Nicht sehr viele Fälle, aber manche. Und so einen Ausschlag habe ich noch nie gesehen. Aber uns bleibt halt nichts anderes übrig, als das zu wählen. Und das ist auch die richtige Antwort. Es soll eine Salz- und Pfefferhautveränderung sein. Es ist Vitiligo ähnlich. Aber wir gucken uns die anderen Möglichkeiten hier im Moment mal an. Nächste Woche erfahren wir weiter. Also Lupus erythematodes, Schmetterlingsausschlag, Discoid Lupus, Ehemann von Heidi Klum, hat diese Veränderungen auch im Gesicht. Das soll Diagnose bei ihm sein. Dies ist eine Kollagenose, Autoimmunerkrankung, wissen wir Bescheid. Vitiligo sollte so aussehen, hier bei einem schwarzen Menschen. Und das geht auch einher mit Antikörper gegen Melanozytenbestandteile, die zu einer Depigmentierung führen. Und da müsste man denken an Typ 1 Diabetes, Hashimoto's Thyreoiditis und Morbus Addison, wo das auch vorkommt. Aber es kommt auch bei vielen Menschen vor, die diese Endokrinopathien nicht haben. Dies ist Porphyria cutanea tarda. Das ist eine Bläschenerkrankung bei Hautbestandteilen, die der Sonne ausgesetzt worden sind und gibt bekannte genetische Ursachen, die damit zu tun haben. Uroporphyrinogen decarboxylase. Na gut. Sklerodermie kenne ich eigentlich eher so. Und das Wort bedeutet im Griechischen harte Haut. Und mit Lungenerkrankung, Nierenerkrankung, Ähnliches geht das einher. Das ist auch eine Kollagenose und das sind spezifische Antikörper, nach denen man gucken kann, um diese Diagnose festzustellen. Dann habe ich in der Literatur ein bisschen rumgebuddelt. Und hier ist eine 62-jährige Frau, hat einen Hautausschlag, sieht genauso aus wie das Bild im New England Journal, ein Salz- und Pfefferausschlag, wenn man so will. Und hier sind unterschiedliche Laborwerte angegeben und die hat auch Sklerodermie. So habe ich was gelernt. Na gut. Bestrahlung, heutzutage häufigste Ursache im Rahmen von irgendeiner therapeutischen Maßnahme für maligne Erkrankung, aber die Haare sind weg bei diesem Menschen, der hier bestrahlt worden ist. Kommen Sie bitte rein. Also, das erste Thema in New England Journal ist wirklich ziemlich interessant. Ich beneide den Epidemiologen. Die erzählen immer denselben Kram, neu verpackt, kriegen das immer toll publiziert. Und dass Adipositas häufiger wird und mit Typ 2 Diabetes und eingeschränkter Lebensqualität einhergeht. Ich dachte, das wussten wir schon.
Aber hier kriegen wir diese Information wieder um die Ohren geschlagen. Aber es ist ziemlich interessant. Es geht hier um eine weltweite Untersuchung, Auswertung von unterschiedlichen Populationen im Rahmen von die globale Krankheitsbelastung. Global Burden of Disease nennt sich das, dieses Konsortium. Und was wir hier sehen, ist, dass die Leute werden, wenn sie an Alter zunehmen, dicker bis zum ungefähr dem 60. Lebensjahr und dann nehmen sie wieder ab. Der mittlere Wert hier ist, der globale Wert ist hier diese Linie. Und was wir hier sehen, ist der soziodemografische Index. Ich werde dann darauf eingehen, was das sein könnte. Was wir hier sehen, ist, Adipositas wird auch viel häufiger bei Kindern, so dass die Prävalenz bei Kindern schon 5% weltweit ist, in manchen Ländern viel höher, und Erwachsenen weltweit etwa 12%. Und wir sehen hier, dass die Länder sehr unterschiedlich sind. Und was wir auch hier wahrnehmen können, ist, dass zwischen 1980 bis heute steigt dies ständig an, aber das wussten wir ja alles schon. Dann, hier ist die Weltverteilung, das finde ich ganz interessant. Dieser soziodemografische Index ist eine Berechnung bezüglich Durchschnittseinkommen, Durchschnittsausbildung und Fertilität. Und Fertilität ist inverse hier korreliert, die anderen beiden Sachen direkt. Und wir wissen, dass innerhalb einer Gesellschaft ist Adipositas eher häufiger bei Menschen mit schlechter Bildung und schlechtem Einkommen. Aber weltweit betrachtet ist das ein bisschen anders. Und hier können wir sehen, wo die dicken Menschen sind. Und die Frauen wenigstens in den USA sind ein bisschen dicker als die Männer. Unterschied ist wahrscheinlich nicht so gravierend. Und bei den Jungs ist das umgekehrt und das wird jetzt rasant häufiger bei Kindern und das ist ein ganz großes Problem. Aber was mich erstaunt hat, wenn ich Sie jetzt fragen würde, wo sind die dicksten Menschen der Erde, dann würden vielleicht manche sagen, na, Großbritannien oder die Amis. Und es stellt sich raus, dass die dicksten Leute sind in Ägypten. Und ich war in Ägypten, das war in den 80er Jahren, da ist mir das nicht so aufgefallen, aber anscheinend ist es Baklava oder irgendwas, das zu diesem Zustand führt. Und der ganze Mittlere Osten, vielleicht abgesehen von Syrien, aber auch die Türkei und Saudi-Arabien, dies sind Adipositas-Landschaften. Wahrscheinlich wegen deren soziodemografischen Index gehe ich davon aus. Die werden zwangsgemacht. Das kann ich mir auch alles vorstellen. Darum fliegen die jedes Wochenende nach London. Dann genau wie dieses Disability Adjusted Life Years, das heißt eingeschränkte Lebensjahre, bezüglich was man erledigen kann oder wie krank man ist, sehen wir auch, dass zwischen 1990 und 2015 sind diese Hügel, haben sich beträchtlich verändert und in dieser kurzen Zeit von 25 Jahren sind diese Hügel, haben sich ungefähr in Größe verdoppelt. Und was wir hier sehen, ist das Erscheinung von muskuloskeletalen Problemen, das heißt Gelenkerkrankung ist beträchtlich gestiegen. Herz-Kreislauf-Endpunkte sind auch beträchtlich gestiegen. Krebse werden häufiger. Chronisches Nierenversagen, das natürlich auch ziemlich teuer ist. Und Diabetes mellitus steigt beträchtlich an bei Männern und Frauen im Vergleich zu 1990 bis 2015. Und diese 25 Jahre ist ja das ist ja ein Klacks an Zeit, wenn man das so betrachtet, haben sich diese Sachen rasant verändert. Und hier können wir uns diese Veränderung auch angucken bezüglich soziodemografischer Index. Und wir sind wahrscheinlich irgendwo hier oben.
Und der Prozentsatz durch Risiko, die man ausgesetzt wird, das heißt mehr fettreiche, zuckerreiche Ernährung und so weiter, ist für einen großen Teil dafür verantwortlich. Dann, wie die demografische Eigenschaften der Gesellschaft sich verändert hat, hat auch etwas damit zu tun. Und dann die Veränderung in Risiko der Disability Adjusted Life Years spielt hier auch eine Rolle. Aber wir sehen, dass in allen Gesellschaften steigt dieses rasant an. Und das ist natürlich ein Problem. Also, es sterben viel mehr Leute auf der Erde wegen Überernährung im Vergleich zur Unterernährung. Und die an Unterernährung sterben, sterben aus politischen Gründen und nicht, weil da nicht genug Futter da ist, um die zu versorgen. Also das nächste Thema in New England Journal geht es um das Gonadotropin-Freisetzungshormon, GnRH oder Gonadoliberin, wenn Sie so wollen. Das wird im Hypothalamus gebildet. Das bindet dann zur proteingekoppelte Rezeptoren in der Anhangsdrüse. Und die Anhangsdrüse produziert dann LH und FSH, um Östrogen und Progesteron bei Frauen freizusetzen und Testosteron bei Männern freizusetzen. Also diese Physiologie ist Ihnen bekannt. Und was wir auch wissen, ist es, dass wir haben GnRH-Analoga zur Verfügung und mittlerweile auch GnRH-Antagonisten. Und dieses Thema ist ein bisschen kompliziert, weil wie diese Analoga wirken, ist eine Funktion, wie sie gegeben werden. Wenn sie nur schlagartig gegeben werden in einer Einzeldosierung, dann führen sie zu einer erhöhten Freisetzung von FSH und LH. Aber wenn sie kontinuierlich gegeben werden, dann werden diese G-Protein gekoppelte Rezeptoren und alles Mögliche heruntergeregelt, sodass es zu einer chemischen Kastration führt. Alles ein bisschen kompliziert. Es gibt jetzt auch GnRH-Antagonisten. Klingt, als würden die das Gegenteil tun. Aber die blockieren natürlich auch die Wirkung von GnRH. Und die werden so angewendet, sodass FSH und LH-Ausschüttung gebremst werden. Natürlich nicht zu dem gleichen Ausmaß, als würde man diese Analoga hier kontinuierlich geben. Und die Krankheit, um die es geht, ist die Endometriose. Und Sie werden sich daran erinnern, es geht hier um Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle. Und dieser Zustand ist häufig bei Frauen und bei vielen Frauen ist das ziemlich ausgebreitet, so dass diese Gebärmutterschleimhaut dann auch hier auf dem Magen-Darm-Trakt sitzen kann und auf der Blase und unterschiedliches auch in der Bauchhöhle. Und das führt zu Symptomen, auch Infertilität, aber es führt zu Schmerzen, auch während der Menstruation. Und dies ist ein großes Problem und wird überwiegend behandelt mit oralen Kontrazeptiva und Schmerzmittel. Und vielleicht würde es etwas Besseres geben. Und das ist der Sinn dieser Studie. Hier hat man ein neues Präparat untersucht. Elagolix heißt dieses Präparat und Elagolix ist ein GnRH-Antagonist und der wird so gegeben, sodass die Freisetzung von FSH und LH gebremst werden. Und hier sind Frauen mit Endometriose, das musste histologisch gesichert sein, die mittelgradig oder schwerwiegende Symptome haben wegen Endometriose und die sind im Rahmen von zwei Studien randomisiert worden zu Placebo oder zwei unterschiedliche Dosen von Elagolix. Und wenn wir uns diese Patientinnen angucken, was die, hier sind ihre klinischen Eigenschaften und ob sie weiß oder schwarz sind und unterschiedliche Sachen, LDL, HDL, Triglyceride. Man interessiert sich natürlich auch für möglicherweise Knochenveränderungen bei diesen jungen Frauen. Aber was mich beeindruckt hat, ist, dass die irgendwelche Schmerzmittel kriegen, würde ich denken. Aber wenn man diese beiden Gruppen hier
guckt, Opioide alleine oder Opioide plus nichtsteroidale Antiphlogistika, können wir entnehmen, dass weit über die Hälfte dieser Frauen werden mit Opioide behandelt. So war es nicht in meinem Zeitalter, aber so ist es wohl heute. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht gehabt, aber es kann sehr schmerzhaft sein, aber es ist eine chronische Sache und ich würde den Teufel tun, hier Rezepte für Opioide zu verschreiben. Na gut, was wir hier sehen können, ist ein großer Erfolg und die Schmerzen werden besser mit diesen zwei unterschiedlichen Dosen von diesem GnRH-Analogon, Dysmenorrhoe wird besser und nicht menstruale Schmerzen werden auch etwas besser und das war in beiden dieser Studien der Fall, also großer Jubel. Aber was mich hier und stört ein bisschen ist Nebenwirkung, dass die dann Hitzeballung kriegen, kann ich mir vorstellen. Eher menopausales Symptom finde ich nicht so doll. LDL-Cholesterin geht ein bisschen hoch, aber HDL-Cholesterin geht auch ein bisschen hoch, gleicht sich vielleicht aus. Aber was mich ziemlich irritiert hat, ist, man hat hier Knochendichte gemessen und das fällt ab. Und ich würde das bei diesen jungen Frauen als ein ziemliches Problem betrachten. Und das ist mindestens so eindrucksvoll wie die Verbesserung der Schmerzsymptomatik. Und ich würde denken, dass dieses ein Problem ist. Und dann hat mich auch interessiert, ich zeige Ihnen jetzt nicht die Liste der Autoren, nur die Interessenskonflikte. Und wie wir hier dann entnehmen können, sieht so aus, als würden die Autoren nur rumlaufen und Pharma-Vorträge halten für diese Firmen, die hier gelistet sind. Das finde ich immer ein bisschen bedenklich. Nächstes Thema im New England Journal war der plötzliche Herztod. Das heißt, das plötzliche Auftreten von Asystolie, Entkopplung, Kammerflimmern oder Kammertachykardie. Wollen das nicht haben, muss man reanimiert werden. Aber dies kommt vor bei Menschen, die ein hohes Herz-Kreislauf-Risiko oder Herzkrankheit haben. Kein Geheimnis da. Und was man bemerkt hat, was eigentlich nicht so überraschend ist, ist, dass zwischen 1990 und heute in den Studien, die durchgeführt worden sind, fällt eigentlich das Auftreten von plötzlichem Herztod. Ich finde das nicht so ein großes Wunder, bin froh darüber, würde mich nicht so überraschen, aber tatsächlich haben diese Autoren Zugriff zu diesen Daten von diesen sämtlichen Pharma-Studien von 1998 bis heute rausgebuddelt und haben einfach gezählt, wie viele Leute am plötzlichen Herztod verstorben sind. Doll. Die haben Defi-Träger ausgeschlossen, hier, was auch sinnvoll ist. Und was wir hier gucken, das fängt dann in 1998 an mit der RAILS-Studie, hat man geguckt, ob Spironolactone zusätzlich Herzinsuffizienz hilft, das tut es. Und hier ist CITES-2, Beta-Blocker-Studien und eine ganze Reihe von, hier ist die CHARM-Studien, Serie an Candesatan-Studien in den ungefähr 2000 und umso größer diese Kreisel, umso mehr Leute sind in diesen Studien eingeschlossen. Und dies ist, glaube ich, die Studie mit Neprilysin und dem AT1-Rezeptorblocker. Und was wir hier sehen, ist im Verlauf dieser Studien, ist der plötzliche Herztod 40% gesunken. Und es ist nicht immer der Fall, aber in der Regel ist der Fall, dass die Verum-Gruppe hier, was plötzliche Herztod anbelangt, besser abschneidet als die Gruppe, die nicht das Verum-Präparat bekommen haben. Und hier können wir das anders betrachten. Hier ist die RAILS-Studie und da war plötzlich Herztod ziemlich häufig. Und hier ist diese Paradigma-Studie, diese kleine blaue Linie hier. Und dies ist dann auch geteilt, Männer und Frauen und Ähnliches. Und tatsächlich plötzlicher Herztod wird im Rahmen von diesen Studien weniger. Und wahrscheinlich in der gesamten Bevölkerung hoffentlich auch. Nächstes Thema ist Darmproteinverlust oder proteinverlierende Enteropathie.
Und das kann primär sein oder sekundär, eigentlich ziemlich häufig, bei Menschen mit Clostridium difficile. Bei manchen ist es erstaunlich, was wir an Protein verlieren über den Magen-Darm-Trakt in einer akuten Zeit. Also Infektionen, auch CMV, virale Zustände können das auch machen. Menetriers-Krankheit ist eine Gastropathie mit riesiger Hyperplasie von Magenfalten, eosinophile Gastroenteritis, Zöliakie, Morbus Crohn, würde man alles erwarten. Also dies kennen wir als Kliniker, die proteinverlierende Enteropathie. Und darum geht es. Und um diese Daten zu verstehen, die ich Ihnen zeigen werde, müssen Sie ein bisschen bedenken, wie funktioniert das Komplementsystem und warum haben wir das? Und das ist ein Teil der nativen Immunität, sodass wir fremde Zellen zerstören. Und das machen wir durch Komplementkaskaden, der klassische Weg mit C1Q und C4 und C2 und dann Aktivierung von C3 durch zwei enzymatische Abläufe hier, Konvertase und Hydrolase und dann letztendlich diesen Membranangriffskomplex, der dann zum Platzen von diesen Zellen führt. Und was hier eine Rolle spielt, ist ein Protein, das mir eigentlich nicht so bekannt war, CD55. Und CD55 ist ein Komplementverzögerungsfaktor. Und der bremst diese C3-Konvertase, bremst auch den Membranzerstörungskomplex hier unten und bremst unterschiedliche Abläufe im Rahmen dieses Komplementsystems und verzögert die Wirkung von dem Komplementsystem. Dann geht es um das Folgende. Hier sind 11 Patienten von unterschiedlichen Familien und die haben eine genetische Form der proteinverlierende Enteropathie. Und hier geht es auch zusätzlich zur Magen-Darm-Entzündung und Proteinverlust und alles Mögliche. Die entwickeln auch Thrombosen in kleinen Gefäßen im Magen-Darm-Trakt. Frag mich nicht, warum die nicht Nierenversagen oder irgendwas anderes kriegen, was mit Komplementaktivierung vielleicht einhergehen würde, Fuß und ähnliches. Aber das kriegen die. Und man, autosomale rezessive Krankheit, ziemlich trivial heute zur Ursache zu kommen. Es wurden hier Gesamtexom-Sequenzierung gemacht. Und man hat gefunden, dass diese Leute eine Mutation haben in CD55. Dadurch ist ihr Komplementsystem weniger gebremst und ist aktiviert. Und aus Gründen, die mir nicht eindeutig klar sind, ist dies ausgeprägt im Magen-Darm-Trakt und führt zu proteinverlierender Enteropathie. Und hier sind die kleinen Stammbäume und hier sind die betroffenen Patienten hier in diesen dunklen Symbolen. Und die haben proteinverlierende Enteropathie. So ist das Verhältnis von IgG und Albumin im Plasma ungefähr die Hälfte von normalen Werten. Und die haben diese Entzündungsreaktionen hier im Magen-Darm-Trakt. Und die Bildgebung ist noch auch nicht in Ordnung. Und die kriegen dann Thrombose von diesen kleinen Gefäßen. In der Tat, die Betroffenen haben keinen CD55 wegen unterschiedlichen Mutationen, die hier vorhanden sind, aber die Patienten haben kein CD55. Das heißt, wenn man nach CD55 färbt, kann man es nicht finden in der Immunofluoreszenzfärbung, kann ich mir auch vorstellen, dass das so sein müsste. Und dann hat man in T-Zellen und auch anderen Zellen sich das angeguckt, wie Komplementsystem aktiviert ist, ja oder nein. Und bei den betroffenen Patienten ist das aktiviert und man kann hier mit Transfektion CD55 wieder einarbeiten in diesen Zellen und dann hat man zwei Populationen von CD55 positive und CD55 negative Zellen. Und dann hat man hier Zellexperimente gemacht, man hat diese Zellen behandelt mit Eculizumab. Und Eculizumab hemmt C5a-Produktion und hemmt das Komplementsystem und das normalisiert diese Zellen. Da kann man sich fragen, warum haben sie nicht einfach die Patienten behandelt?
hätten sie auch machen können. Und tatsächlich im New England Journal ist ein zweites Paper. Diese armen Leute haben nur einen Leserbrief gekriegt. Aber die sind Forscher in Israel. Die haben diese consanguinen Familien auch und haben bewiesen, dass hier proteinverlierende Enteropathie einhergeht mit Abwesenheit von CD55. Und die haben diese Patienten, sind nicht sehr viele, glaube ich waren 3 Stück oder so, haben die behandelt mit Eculizumab und Stuhlgang ist weniger geworden und Albumin ist gestiegen und Gesamtprotein ist besser geworden und der Membran-Attack-Komplex, Angriffskomplex ist entsprechend gehemmt worden und es ging den Patienten dann besser. Das waren die Studien im New England Journal. Dann ist hier diese Übersichtsarbeit, hat mich ein bisschen irritiert. Wie könnte man Studien entwerfen, sodass man mehr Knall für den Dollar, Bang for the Buck bekommt? Und man könnte ja Studien so durchführen, eine Schirmstudie, wo multiple gezielte Therapien auf einmal gegeben werden, in irgendeiner randomisierten Ordnung zu manchen Patienten, sodass man die vergleichen kann. Oder ein Korbmodell, wo gezielte Therapien von multiplen Krankheiten gleichzeitig behandelt werden, mit einem Präparat. Oder eine Plattformstudie, wo man multiple Targets, Ziele hier anwendet für eine einzelne Krankheit oder diese Sachen dann im Zyklus dann verändert. Alles ziemlich kompliziert, geht mit viel Mathematik einher und man stellt sich das so aus, wir bis jetzt gucken wir uns ein einzelnes Krankheitsbild an, dann kriegt der Patient ein Serumpräparat oder Placebo und wir werten das aus. Aber wir könnten ja mehrere Targets haben und dann unterschiedliche Biomarker. Ich würde denken, dieses erhebt dann das Problem von multiplen Tests auf einmal. Aber die Autoren argumentieren das alles weg im Rahmen von Schirmstudien oder Korbstudien, die auf uns zukommen, weil sie natürlich billiger sind. Und dann sind die Pharmafirmen geholfen und man hat hier die Absicht, Krebserkrankungen effektiver, die Präparate effektiver auszuwerten. Ich fand das Ganze ziemlich problematisch, aber ich kann auch nicht behaupten, dass ich es verstanden habe. Aber so soll das dann aussehen. Hier sind Beispiele von Meisterprotokollen in der Behandlung von Krebserkrankungen und wie das alles gestaltet werden kann. Mit unterschiedlichen Präparaten im Rahmen von Korb- oder Schirmstudien, wo man zusätzlich multiple Sachen auf einmal hier als Endpunkt mit einschließt. Ich sollte nicht kritisch sein, hat mich ein bisschen erinnert an diese Geschichte von 1968, wo dieser mathematisch sehr versierte Mensch uns erklärte, wie alles gut ausgehen würde für die Amerikaner in Vietnam. Der hat auch nicht recht gehabt. Und na gut, das dazu. Dann dieser Fall von letzter Woche, dieses wieder mal diese kavernöse Angiopathie im Gehirn bei diesem Patienten, der dieses Oberflächenmolekül, das zur Gefäßbildung beiträgt, ist kodiert von einem Gen, das hat leider 2 Namen, das zu diesen Veränderungen führt und seine Geschichte ist hier gegeben. Also ich glaube nicht, dass man für ihn sehr viel tun konnte mit diesem Krankheitsbild. Dies ist ganz witzig, kommt diese Patientin rein und sieht so aus. Also, okay, sie hat eine Ptosis auf der linken Seite. Dann hebt man den linken Lid und dann klappt der rechte nach unten. Und das kann man dann im Video sehen. Und das ist ziemlich witzig. Aber die Differentialdiagnose, auch wenn es unilateral ist, das Erste, was einem einfallen sollte, ist Myasthenia gravis. Und das ist, was diese Patientin hatte. Dann ein klinischer Artikel im New England Journal, geht es um einen kardiologischen Patienten. Kommt ein 52-jähriger Mann rein und der hat ein Unwohlbefinden in der Brust mit Belastung. Schmerzen, ja okay,
nicht so wirklich, aber irgendwie ein Engelgefühl, oder ist halt nicht so doll. Und er hatte halt dieses Elektrokardiogramm und meines Erachtens sieht es nicht typisch aus für akutes Koronarsyndrom, aber dieses EKG würde den zum Herzkatheter verdonnern. In jedem Krankenhaus, der ein Herzkatheterlabor hat in Deutschland, bin ich ziemlich sicher. Wurde untersucht, das war nicht zu hilfreich. Und er kriegt eine Positron-Emissionstomographie. Ich dachte, vielleicht ein Echo wäre nicht schlecht, oder MRT könnte ich auch glauben. Aber der hat ein dyskinetisches Segment, okay, Herzkatheterlabor. Ist den Leuten auch eingefallen, aber die waren ziemlich busy und konnten das nicht am gleichen Tag machen. So haben sie den Beta-Blocker verschrieben. Mit einer Atenolol-Tablette kriegt er dieses EKG. Und was wir hier sehen, ist der Abstand zwischen P-Wellen und QRS-Komplexe ist hier ziemlich lange. Und hier sind auch P-Wellen, wo gar nichts passiert. Und dann könnte man sagen, sieht aus wie Herzblock mit einer Herzfrequenz von 30 oder länger. Und da dachte er, das ist noch nicht eine gute Idee. So hat man da einen Schrittmacher. Erst haben sie so einen transkutanen Schrittmacherapparat gehabt. Das ist ziemlich ekelhaft. Das haben sie gehabt. Aber gut, da hat er einen Schrittmacherdraht gekriegt und ist zur Choro gegangen und seine Koronararterien sind normal. So hat er einen Schrittmacher gekriegt. Dann zwei Wochen später kommt er rein und es geht ihm schlecht und hat dieses EKG mit einer Herzfrequenz so um 200 und sieht aus wie ventrikuläre Tachykardie. Kann man Gift draufnehmen. Okay, so haben sie mit Overdrive Pacing das wieder normalisiert. Sind dann vielleicht eingefallen, vielleicht wäre er doch besser dran im Defi. Dann haben sie eine Herzbiopsie gemacht. Und hier ist die Herzbiopsie. Und was wir hier sehen, sind diese Riesenzellen, gefüllt mit Kernen und lauter Entzündungszellen. Und dies ist eine Myokarditis, eine granulomatöse Myokarditis. Und mit diesen multiplen Riesenzellen. Und die kleinen Gefäße haben eigentlich nicht eine Vaskulitis dargestellt und man konnte keine Hinweise auf Infektionen und so weiter feststellen. Aber dies ist im Prinzip eine Riesenzellmyokarditis, nicht sehr häufig, eigentlich ziemlich rar. Aber das kann man mit der Immunsuppression behandeln. Und wenn diese Leute herzinsuffizient werden und eine Herztransplantation bekommen, kann das auch wiederkommen. Aber es kann auch besser werden mit Behandlung. Der wurde dann behandelt mit Cyclosporin, Prednison und Mycophenolat Mofetil und er ist dann besser geworden. Ist mir auch eingefallen, hier ist die Herzbiopsie, habe ich aus der Literatur beim Patienten mit Sarkoidose. Einen großen Unterschied zwischen das und das konnte ich nicht feststellen, aber ich bin kein Pathologe, kann das eigentlich nicht, aber Sarkoidose ist auch granulomatös und hat Riesenzellen. Also das war der Fall. Dann hier ist eine Frage im New England Journal, das sollte hier jeder wissen. Es geht um eine 80-jährige Frau und die wird kurzatmig mit Belastung und man macht ein Echokardiogramm und die hat eine dichte Aortenstenose und die muss zum Klappenersatz geschickt werden. Tabletten, alles andere, Zeitverschwendung, gefährlich, Klappenersatz. Und das ist die richtige Antwort. TAVI würde man heute machen. Dann aus der Grundlagenforschung, aber auch im New England Journal, dieses wusste ich nicht, dass Makrophagen eine Rolle spielen in der Herzschrittmacheraktion. Und diese Makrophagen exprimieren Connexin 43. Das ist ein Verbindungskanal zwischen für elektrische Überleitung wichtig. Und diese, ich habe das Originalpaper, war ich zu faul, das zu lesen, das ist ein Cell-Paper, sollte man mal angucken. Dies ist dann an Mäusen nachgemacht worden und kann man CD43 in diesen Makrophagen ausknocken, dann kriegen die Arrhythmien. Und man sollte vielleicht wissen, dass auch Entzündungszellen, die sehr viel machen können auch eine Rolle spielen in der Herstellung von kardialen Rhythmen.
Dann im Lancet. Ich versuche ja alles zu verstehen. Und ich schaff's halt nicht. Dieses in Lancet Paper ist ein typisches Lancet Paper. Keine Ahnung. Es geht um den Komfort von sterbenden älteren Menschen zu verbessern. Und das hat man überprüft in einem randomisierten und in einer randomisierten Untersuchung, wo man holländische Krankenhäuser, ganze Krankenhäuser mit Geriatrien, sind jetzt randomisiert worden zu dieser Behandlung, die heißt Careful, auch nicht sehr originell, aber so heißt das. Und die andere Kontrollgruppe hat einfach nur gekriegt, was man mit sterbenden Menschen halt so macht. Und dann hat man das ausgewertet und das wurde dann mit lauter Fragebögen beurteilt von Schwestern und Familienmitglieder, die an der Versorgung hier teilnehmen, und alles ziemlich kompliziert. Und die armen Probanden sind natürlich gestorben, so konnten die sich nicht so äußern, ob sie mehr Komfort hatten oder nicht. So ist das ziemlich indirekt. Und dann habe ich versucht, was machen die Leute eigentlich? Was versteht man denn unter dieser Komfortbehandlung? Und hier ist eine wahnsinnig komplizierte Tabelle, aber es geht eigentlich hier, was man auf Deutsch jetzt QM nennt, Qualitätsmanagement, was man auch immer darunter versteht. Aber ich konnte von dieser Tabelle nicht wirklich feststellen, was hier eigentlich gemacht wird. Und im Paper auch nicht. So bin ich im Supplement gegangen. Und im Supplement, da schreiben die Autoren, was wir gemacht haben, haben wir schon früher publiziert irgendwo anders. Da muss der Leser dann diese Papers rausbuddeln, die von vor 5 Jahren publiziert sind. Und da habe ich ein Paper gefunden, Section 1, initiale Auswertung. Alle Teams müssen multidisziplinär sein. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber die stellen dann fest, ob der Patient jetzt die Sterbenphase eingetreten ist. Und die machen dann Interventionen und kümmern sich um spirituelle und religiöse Vorstellungen. Und dann Section 2 und dann geht das weiter. Aber eigentlich, und dann Section 3, Care after Death. Ich dachte, man kriegt ein Leichentuch und das war's. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Und dann dieses Lancet pur. Und hier ist der Ablauf hier in diesen unterschiedlichen Krankenhäusern. Und dann sind da Tabellen, die had dementia at time of death. Okay? Und hier, was die Leute gehabt haben. Krebs, Pneumonie und respiratorisches Versagen und Herzinsuffizienz. Alles Mögliche. Hier auch Trauma leider. Okay, na gut. Und was mich bewundert hat, diese Tabelle, was für eine Statistik die gemacht haben, hier war mir auch schleierhaft. Satisfaction with care. Die Patienten, die konnte man ja nicht fragen, ob sie zufrieden sind oder nicht. So hat man die verwandten Versorger gefragt. Und hier ist eine minus 0,74. Ich ging davon aus, dass das schlecht war. Aber die Statistik habe ich nicht verstanden. Aber was man von dieser ganzen Auswertung dann gefolgert hat, ist, ja, es ging den Betroffenen, die ja verstorben sind, besser, aber die Verwandten waren weniger zufrieden. Donnerwetter. Na gut. Das nächste Thema in Lancet ist ein bisschen mehr wieder auf dem Boden. Und es geht um ein Oberflächenexpressionsmolekül. Und das wird abgekürzt MADCAM-1. Und MADCAM-1 ist ein Führungsmolekül, das die Migration von Entzündungszellen beeinflusst. Und das hat mit Oberflächenintegrinen wie VLA4 und L-Selektin und anderen Sachen zu tun. Und das spielt im Magen-Darm-Trakt eine Rolle bei entzündlicher Darmerkrankung. Und man könnte sich vorstellen, dass wenn man Antikörper herstellt gegen MADCAM-1, dann werden die Entzündungszellen verwirrt. Und dann kriegt man weniger Exerbationen von entzündlicher Darmerkrankung. Und diese Studie heißt Turandot. Und ich dachte, Turandot wäre eine Oper von Puccini. Das war aber hier nicht der Fall. Es ist eine Studie und diese Leute sind randomisiert worden zu
was auch immer sie sonst kriegen, eine ganze Palette von Sachen und manche auch Anti-TNF-Therapie oder on top auch ein Antikörper gegen MAD-CAM-1. Und leider hat man hier nur lauter Tabellen hier dargestellt, aber was wir hier sehen, ist die Remissionsrate war in der Antikörpergruppe so 2- bis 3-fach höher als in der Gruppe, die nur die übliche Therapie bekommen hat. Nebenwirkungen, ja, aber schienen sich in Grenzen zu halten. Warum dies von 5% auf 14% steigt, weiß ich nicht, aber das sind nur kleine Gruppen hier. Und das ist die niedrigste Dosis von diesem Antikörper. Die höheren Dosen waren laut dieser Tabelle eigentlich ziemlich verträglich. Es sieht so aus, als wäre die besser als die höheren Dosen. Die höheren Dosen klingen dann ein bisschen ab, aber es kommt drauf an, kriegt man Anti-TNF oder ja oder nein, und dann sind diese Werte ein bisschen anders. Und das, aber ich glaube, dann sind die Gruppen auch so klein, dass man wenig damit anfangen kann. Also das war der Antikörper gegen MAD-CAM-1. Und dann hier wieder diesen Streit. Dies finde ich ziemlich schlimm. Autopsien waren, so viel ich weiß, zu DDR-Zeiten ziemlich häufig, aber danach sind die beinahe verschwunden. Und in England werden die noch, Gott sei Dank, ziemlich häufig durchgeführt. Aber man überlegt sich, vielleicht könnte man die Leichen einfach durch ein CT schieben oder MRT und vielleicht wäre das mindestens so gut, als würden Pathologen sie untersuchen. Und da muss man auch berechnen, was dürfen die Pathologen, die forensischen Pathologen tatsächlich machen? Was werden denen erlaubt von den Angehörigen? Und dann, wie gut sind die ausgebildet? Nämlich das CT-Gerät, die sind alle gleich ausgebildet. Menschen werden da durchgeschoben und dann kommt das Ergebnis raus. So hat man diese Leute autopsiert und als Goldstandard und hat das verglichen mit einer Bildgebung, um die Todesursachen bei diesen Patienten verstorbenen Menschen, die sonst zur forensischen Medizin, Gerichtsmedizin geschickt worden wären. Und da sind die Fälle, 240 insgesamt, und diagnostische Genauigkeit sieht hier ziemlich gut aus, aber lange Geschichte, kurzer Sinn, was wir hier lernen, ich fand es eigentlich ziemlich erstaunlich. Die Bildgebung war viel besser als die Pathologen für die Identifizierung von Hirnbluten und Trauma. Schlechte Pathologen, das war auch mal, oder die waren zu faul, die Leichen anzugucken. Ich meine, bei einer Autopsie nimmt man in der Regel das Gehirn raus, steckt das in Formalin, wenn es ein bisschen gehärtet ist, dann wird das durchgeschnitten. Und dass man sowas bei der Autopsie nicht sieht, aber dass das CT das findet, kann ich mir schon vorstellen. Und das dazu. Also unterm Strich, die Pathologen waren besser bei der Identifizierung von Lungenembolie, glaube ich auch. Nach dem Tode kann man das wahrscheinlich, kein Kontrastmittel kann man nicht mehr spritzen. Aber viel schlechter in der Identifizierung von Trauma und Hirnbluten. Donnerwetter, das dazu. Dann wieder mal ziemlich Hirnstammauswertung von dem Wert von Schmerzmittel bei Menschen mit Osteoarthritis oder Gelenkarthrose. Und in meinem Alter haben wir das alle. Und ich habe das auch. Und daran interessiert mich das ein bisschen. Was ist hier denn am besten, um Schmerzen zu behandeln bei Menschen, die Gelenkschmerzen haben? Und wenn man in meinem Alter ist und schmerzlos aufwacht, dann weiß man, dass man gestorben ist. Also, was sollte man den Leuten geben? Ich dachte mal, wir wussten dies schon. Und dies ist die Anzahl der Studien und Anzahl an Patienten, die mit unterschiedlichen Mitteln, die sind hier alle gelistet, können Sie selber lesen, so spannend ist das nicht,
Aber was wir hier sehen ist, Paracetamol ist wertlos im Vergleich zu Placebo, um Schmerzen zu behandeln bei Menschen mit Osteoarthrose. Aber das wussten wir schon, das ist ja schon publiziert. Und diese anderen Sachen sind besser. Und hochdosiertes Diclofenac ist so gut wie Rofecoxib, was auch ziemlich gut ist, und schlägt Ibuprofen übrigens, was ich ganz interessant fand. Und aber vielleicht sollten wir Diclofenac schlucken. Das ist anscheinend soll es besser sein. Und hier ist das alles ausgewertet und Rofecoxib ist, glaube ich, vom Markt genommen worden, aber diese anderen Coxibe sind die sind auch ein ganzes Stück besser als Placebo, aber Paracetamol und Naproxen kann man in den Müll schmeißen. Aber das war ja schon eigentlich bekannt. Und hier sind die Sachen wieder hier gelistet und Paracetamol war wertlos. Und so in dieser Netzwerk-Meta-Analyse haben wir eigentlich gelernt, was wir schon wussten. Und also Diclofenac. Dann die Übersichtsartikel in Lancet, ich konnte nicht alle herantragen. Es geht um Versorgungsforschung. Und ob Überversorgung stattfindet oder nicht genug Versorgung. Und diesen einen Artikel fand ich etwas interessant, grenzwertig. Die Treiber von schlechter medizinischer Versorgung. Man könnte sich auch vorstellen, okay, schlecht ausgebildetes Personal, Ärzte, die keine Ahnung haben und solche Sachen, würden mir vielleicht einfallen. Aber Sachen, die ziemlich hoch stehen, ist die Kommerzialisierung der Medizin. Das wurde festgestellt. Ein Fehler in der Anwendung von ethischen Standards und wenn die Finanzen die Medizin verzerren, das kann ich mir auch vorstellen. Regulatorische Maßnahmen und politische Aversionen, um eine vernünftige Versorgung zu gewährleisten. Und dann haben sie hier diese Kugeln und hier Trade Agreements, okay, kann ich mir schon vorstellen. Providers Payment Schedules und das ist alles ziemlich kompliziert und wenn Sie an solchen Sachen interessiert sind, dann sollen Sie diese Sachen lesen, aber dies konnte ich schon nachvollziehen und philosophische, heuristische Überlegungen und was man hier machen sollte und wie das vielleicht verbessert werden könnte, aber keine Raketenwissenschaft. Dann das Letzte, die ist eigentlich ziemlich wichtig. Wie diagnostiziert man Tumoren, die Somatostatin-Rezeptoren exprimieren und welche Tumoren sind das? Und hier wird ein PET-CT gemacht mit 68 GH-Dotatate. Keine Ahnung, aber das ist irgendwas, was Somatostatin-Rezeptoren anspricht. Na, wir wissen ja, neuroendokrine Tumoren kommen hier in Frage. Und die sind hier in 2 von 4 Antworten angeboten. In dieser ersten, neuroendokrine Tumoren, papilläres Schilddrüsenkarzinom, Nierenzellkarzinom, die passen nicht da rein. Also das würde ich ablehnen. Dann Glioblastoma und diese Sachen würde mir auch nicht einfallen. Stromatumoren, das wissen wir, dass die Somatostatin-Rezeptoren exprimieren. Und so wählen wir diese Antwort hier unten. Und wieder mal ein Treffer, können wir uns freuen. Und hier ist es geht um eine 76-jährige Frau, die kommt dann rein und hier aus unterschiedlichen Gründen wird diese Bildgebung hier durchgeführt und die hat dieses gastrointestinale Stromatumor, was CKIT exprimiert. Und für die haben wir eine gute Behandlung und deren Aussichten sollten dann entsprechend auch in Ordnung sein. Das war's für diese Woche. Nächste Woche geht's weiter. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.